So, wir sind 2 Minuten über die Zeit, alle gestärkt aus der Mittagspause zurückgekommen, noch nicht ganz. Aber zu lang will ich Sie jetzt auch nicht im Vorfeld unterhalten und dann steige ich mal in die Tagesordnung ein. Mit dem Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Wasserstoffgesellschaft Hessen, jetzt in die Zukunft starten mit der Drucksache 20-3997. Und als Erster startet der Abgeordnete Rock von den Freien Demokraten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, wir haben als Freie Demokraten heute das Thema Energiepolitik auf die Tagesordnung gesetzt, wie so oft in diesem Landtag. Ich bin seit über 12 Jahren Mitglied dieses Landtags und wir haben intensiv debattiert über die Fragen der Energiepolitik. Und es wird jetzt von uns hier, glaube ich, ein neues Thema in den Raum gestellt, hier zumindest was die Plenarbefassung angeht. Und darum möchte ich werben heute. Ich möchte werben dafür, dass Sie sich alle in Ihren Fraktionen, falls Sie das noch nicht intensiv gemacht haben, mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Für uns Freie Demokraten ist der Wasserstoff Treibstoff der Zukunft. Überall entstehen Projekte, überall engagieren sich Regierungen. Und aus unserer Sicht soll das, was heute hier an Debatte stattfindet, ein Auftakt für einen Wasserstoffdialog sein. Soll Auftakt für einen Zukunftsdialog sein. Und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Dialog wird ja, wer die Medien verfolgt, intensiv geführt. Ob man jetzt Printmedien verfolgt oder ob man entsprechend im Fernsehen die Berichterstattung verfolgt, überall trifft man auf das Thema Wasserstoff. Ganz besonders ist dieses Thema in Asien verortet. Wer sich mal wirklich tiefer einlesen will zu diesem Thema, der muss sich eigentlich mit Japan beschäftigen. Vor über 10 Jahren hat die japanische Regierung beschlossen, wir wollen Wasserstoffgesellschaft werden und haben das ganz konsequent vorangetrieben. Eigentlich war der Plan in Japan, zusammen mit den Olympischen Spielen der Welt ihre Fortschritte im Hinblick auf die Wasserstoffgesellschaft zu präsentieren. Leider müssen wir hier noch ein Jahr warten und werden wahrscheinlich sozusagen im Folgejahr erst erfahren, wie weit Japan dort ist. Ich kann nur sagen, wer Interesse an dem Thema Wasserstoff hat, muss sich mit den Fortschritten in Japan beschäftigen. Dort können wir lernen und dort können wir auch lernen, wie wir noch besser als Japan werden. Das Thema Wasserstoff kann Treibstoff der Zukunft sein. Er muss aus unserer Sicht Treibstoff der Zukunft sein. Und darum lasst uns das groß denken. Wir haben große Herausforderungen, und darum sollte man das Thema auch groß denken. Und der Aufbruch bei der Frage Wasserstoffgesellschaft, der Aufbruch findet überall statt. Asien ist uns leider 10 Jahre voraus, aber auch in Brüssel. Brüssel hat sich eine eigene Wasserstoffstrategie gegeben, Förderprogramme aufgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland in Berlin hat man sich nach längerem Hin und Her auf eine Wasserstoffstrategie und Fördermittel geeinigt. Aber auch in Bayern, in Baden-Württemberg hat man eigene Wasserstoffstrategien aufgelegt. Und man hat auch in den 5 norddeutschen Ländern sich zusammengeschlossen und dort auch eine eigene Wasserstoffstrategie entwickelt, weil man den Anschluss nicht verlieren will. Und am Montag dieser Woche hat auch Nordrhein-Westfalen seine Wasserstoffstrategie und eine konkrete Roadmap vorgelegt, was denn aus deren Sicht bis 2030 passieren soll in Nordrhein-Westfalen, um das Thema Wasserstoff nach vorne zu bringen. Und ich möchte Sie einmal mitnehmen auf so eine Roadmap, was man denn tun kann, um das Thema zu befördern. In Nordrhein-Westfalen ist geplant, 120 Kilometer Leitung als Wasserstoffpipelines zu ertüchtigen. 120 Kilometer. Das ist ein enormer Kraftakt. Wir prüfen, wie man Gaskavernen zur Speicherung von Wasserstoff nutzen kann. Die Integration in das EU-Wasserstoffnetz ist einer der Schwerpunkte, weil auch in dem Bereich werden wir Importnation bleiben, wie wir das schon immer im Energiesektor sind.
Und darum ist es wichtig, dass wir auch eine Integration in das internationale Wasserstoffnetz hinbekommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Man will in Nordrhein-Westfalen in die Förderprogramme der EU, man möchte europäische Hydrogen Valley werden, um auch dort Fördermittel erreichen zu können. Man will eine eigene CO2-Produktion ausbauen, um einen eigenen Beitrag zu leisten. Und ein ganz wichtiger Punkt, man will die CO2-Punktquellen durch Wasserstoff an dieser Stelle vom CO2-Ausstoß erstmal reduzieren und dann eine völlige Senke des CO2-Ausstoßes hinbekommen. Ganz besonders wichtig ist dabei, dass man selbst den Bedarf an Wasserstoff auch in einer nachhaltigen Prognose unterzieht und dann das entsprechend versucht zu erzeugen, weil ohne Wasserstoff ist natürlich eine Wasserstoffgesellschaft nicht möglich. Das ist eines der Kernthemen. Aber warum ist Wasserstoff auch insbesondere das fehlende Bindeglied bei der Frage, wie können wir stärkere Klimaneutralität erzielen? Weil Wasserstoff beim Thema Mobilität eben Chancen bietet, die wir bei der Elektrifizierung so nicht haben, gerade im Schwerlastverkehr, bei den Bussen, bei den Nutzfahrzeugen im kommunalen Bereich, haben wir eine ganz große Lücke, die wir ganz schnell und sehr konzentriert schließen können. Und darum brauchen wir Wasserstofftankstellen. Auch das ist ein zentraler Punkt der Roadmap in Nordrhein-Westfalen. Und was dahinter steht, will ich mal in einigen Zahlen vielleicht verdeutlichen, die Nordrhein-Westfalen dargestellt hat. Neben der gemeinsamen Beschaffung auf Landesseite für die Kommunen in größeren Mengen Wasserstoffnutzfahrzeuge zu beschaffen, sodass auch alle Kommunen Zugang haben zu diesen Fahrzeugen, hat man sich darauf verständigt, 150 Millionen Euro eigene Landesmittel in die Förderung einer Wasserstoffpolitik zu aktivieren, um damit wieder 4 Milliarden Förderung oder 4 Milliarden Investitionen in die Industrie und in die Infrastruktur aus der Wirtschaft zu generieren. Zumindest auch möglich zu machen und zu fördern. Dahinter steht der Wunsch und der Versuch, über 100.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich neu zu schaffen, die womöglich an anderer Stelle verloren gehen, die wir aber dann zukunftsorientiert neu schaffen können. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was ist hier in Hessen los? Was machen wir in Hessen? Die Landesregierung wird sicherlich einiges dazu noch sagen, aber ich will mal aus meiner Sicht vier Schwerpunkte nennen, wo ich Handlungsbedarf sehen könnte. Nur mal ganz einfache vier Schwerpunkte. Die chemische Industrie, das ist eine Schlüsselindustrie in Hessen, die zahlt die Steuern in Hessen. Und das ist eine Frage, wie kann die chemische Industrie die Vorgaben in Brüssel, die Klimaschutzvorgaben überhaupt einhalten? Die brauchen Wasserstoff. Wir haben im Industriepark Höchst eine Bündelung dieser Unternehmen. Und dort wäre auch die Frage, wie können wir unsere Industrie in unserem Land zukunftsfähig halten und wie können wir dort die Industrie mit Wasserstoff versorgen. Wir haben die größte CO2-Punktquelle in Hessen, ist der Frankfurter Flughafen. Der wird hart getroffen von den Klimaschutzmaßnahmen, die in Brüssel beschlossen worden sind. Wie können wir sicherstellen, dass die größte Arbeitsstätte in Deutschland weiter prosperieren kann? Dort werden 14 Millionen Tonnen CO2 im Jahr emittiert. Das ist die größte CO2-Punktquelle, die wir haben in Hessen. Von daher ist das ein Schwerpunkt, zumal wir noch über eine Landesbeteiligung reden und hier auch schon mal das Thema synthetische Kraftstoffe ja selbst von der Landesregierung genannt bekommen haben. Ganz zentral, um eine nachhaltige Fortentwicklung des Frankfurter Flughafens sicherstellen zu können, im Hinblick auf die politischen Rahmenbedingungen, die entstehen. Wir sind Mobilitätsland. Also wenn wir nicht die Infrastruktur für Wasserstofftankstellen hier in unserem Mobilitätsschwerpunkt Rhein-Main-Gebiet sicherstellen, dann wird es die Wasserstoffmobilität in unserem Land nicht geben können. Da haben wir eine große Verantwortung. Und auch der ÖPNV ist natürlich einer der wichtigsten Nachfrager für Wasserstofffahrzeuge. Auch hier haben wir natürlich einen großen Bedarf. Und was ist noch das Besondere, auch gerade hier in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet? Die Herzkammer des Internets, zumindest hier bei uns in Europa, ist der Hub in Frankfurt. Dort stehen eine Unzahl von Rechenzentren. Die auch immer noch Dieselgeneratoren nutzen müssen. Und die müssen die regelmäßig anwerfen. Und sie sind natürlich ein massiver Stromnachfrage. Auch hier wäre natürlich die Überlegung, wie kann ich mit Wasserstoff zur Klimaneutralität viel stärker beitragen, damit dieser Herzmuskel, der ja vielleicht mal andere wichtige Standortvorteile des Rhein-Main-Gebiets immer weiter ablösen wird, wie wir den auch weiter expansiv ausbauen können. Also ich habe Ihnen nur mal vier Themen genannt.
die zentral und wichtig sind für die Weiterentwicklung unseres Landes. Ganz wichtige Aufgaben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass in Hessen nichts passiert, sondern wir haben tolle Beispiele hier in Hessen. Der RMV hat von sich aus 27 Wasserstoffzüge schon bestellt, und die werden auch in Betrieb gehen. Die Wasserstofftankstelle ist eingeweiht worden. Wir haben Opel, die hervorragend schon Nutzfahrzeuge nächstes oder übernächstes Jahr vom Fließband laufen lassen wollen, wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge. Wir haben vieles mehr. Wir haben Kommunen, die sich allein auf den Weg gemacht haben, in Frankfurt, in Fulda, in Marburg, die in Bundeswasserstoffregionsförderprogrammen sich schon beteiligt haben, zum Teil in der zweiten Stufe schon sind und dort künftig auch Wasserstoffregion werden wollen. Wir haben relativ viel, was schon vorangeht. Meine Redezeit ist leider viel zu kurz bei so einem wichtigen Thema. Genau, die ist jetzt zu Ende. Genau. Darum komme ich jetzt auch noch zum allerletzten Satz, Frau Präsidentin. Was wir uns wünschen, ist, dass wir den Wasserstoffdialog heute beginnen, dass wir ihn konstruktiv beginnen. Und ich erinnere an eine große Energieanhörung hier im Hessischen Landtag. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass wir gemeinsam ohne Schaum vor Mund, ohne Schuldzuweisung, mit einer großen Anhörung auch hier im Hessischen Landtag den Staat in die Wasserstoffgesellschaft hinbekommen. Und darum wünsche ich mich auf eine gute Debatte, freue mich auf eine gute Debatte im Ausschuss und vielleicht doch einen Konsens zu sagen, wir wollen uns als Hessischer Landtag an diesem Weg in die Wasserstoffgesellschaft beteiligen und eine große Anhörung zu diesem Thema auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Es war ein langer Satz, aber gut. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Krüger von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, zunächst einmal vielen Dank an die FDP für diese Initiative. Gut, dass wir darüber jetzt hier reden können. Jetzt ist meine eigene Fraktion so überrascht, dass ich mich bei der FDP bedanke. Aber es hat funktioniert. Allerdings muss ich jetzt dann doch noch mal zu einer Zahnwurzelbehandlung greifen, weil es da ein paar Sachen gibt, die man vielleicht noch klarstellen sollte oder Fragen, die vielleicht dann auch im Rahmen der Anhörung dann noch vertiefend geklärt werden müssen. Das Thema ist ja nicht neu, also die Behauptung stimmt nicht ganz. Hessen hat ja eine Wasserstoffinitiative, auch wenn die nur so, ich sag mal, etwas schwächlich vor sich hin dümpelt. Also die könnte in der Tat etwas mehr, wie heißt das heutzutage, sag mal ja, Wumms, genau. Die könnte etwas mehr Wumms gebrauchen. Und allein das wäre schon gut, wenn diese Debatte dazu führt, dass wir da ein bisschen mehr Wumms hinterbekommen. Vor allen Dingen fehlt bei dieser Wasserstoffinitiative in Hessen absolut der Aspekt, was eigentlich Wasserstoff in der Industrie, insbesondere der Stahlindustrie, für eine Bedeutung haben kann. Also das sind Dinge, die auf jeden Fall in eine Anhörung gehören. Und Sie hören schon raus, wir finden die Idee mit der Anhörung gar nicht so schlecht. Vieles übrigens, was ich gelesen habe von Ihnen, kommt mir sehr bekannt vor aus der Wasserstoffinitiative der Bundesregierung. Wesentlich mit angestoßen von unserer Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD. Beifall der SPD-Fraktion. So, und es ist gut, wenn das aufgegriffen wird und hier natürlich aufs Land mit heruntergebrochen wird. Der Genosse Kummer hat mir gerade noch zugerufen, Wasserstoffbusse fahren bereits schon. Bei der LNVG in Groß-Gerau kann man sich das schon anschauen und sich reinsetzen und sich damit durch die Gegend fahren lassen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die entscheidende Frage ist ja, wo kommt eigentlich der Wasserstoff her? Das ist, weil zurzeit ist das ja so, dass 90% des Wasserstoffes, den wir hier in der Bundesrepublik zur Verfügung haben, aus der Dampfreformierung stammen. Und Dampfreformierung bedeutet, es wird
vor allen Dingen Methan genommen. Das ist ein fossiler Kraftstoff für die, die das nicht so genau wissen. Ja. Und dann wird daraus dann der Wasserstoff gewonnen und dabei wird was frei? CO2. Also wenn das jetzt dann der klimapolitische Aufbruch ist, dass wir aus Methan unter Aufwendung von Energie Wasserstoff herstellen, dabei CO2 freisetzen und diesen Wasserstoff dann irgendwo umsetzen, dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Das kann nicht das Ziel sein. Das ist auch nicht klimapolitisch in irgendeiner Form sinnvoll. Es ist nicht nur klimapolitisch sinnvoll, sondern jeder, der sich mal mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass das energetisch nicht sinnvoll wäre. Also von daher, wir brauchen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, damit das Versprechen, Wasserstoff wäre der Treibstoff der Zukunft, auch irgendwie dann umgesetzt wird. Und das ist der große Haken an der Sache. Weil dafür braucht man natürlich einen extremen Ausbau erneuerbarer Energien. Und also ich sag mal, darüber würde ich im Rahmen einer Anhörung gerne mit der FDP mal diskutieren, wie das eigentlich mit dem extremen Ausbau der erneuerbaren Energien aussieht, die wir brauchen, um diese Wasserstoffstrategie entsprechend umzusetzen. Und um noch einmal klarzumachen, wo der Wasserstoff herkommt, der auf den im Augenblick hingewiesen wird, im Zusammenhang mit Höchst. Dieser Wasserstoff kommt aus der Chlorchemie. Es ist nicht so, dass die Chlorchemie oder vielmehr, dass die Chemieindustrie Wasserstoff braucht, sondern sie produziert unter riesigem Energieaufwand Wasserstoff faktisch als Abfallprodukt, um Chlor zu produzieren. Chlor als Ausgangsstoff für viele chemische Produkte, für viele chemische Verfahren. So, und deswegen ist das natürlich sinnvoll, einen Teil der aufgewendeten Energie dann dadurch zu erhalten, dass man diesen Wasserstoff nutzt. Aber auch das ist nicht die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft. Also wie wir schon sehen, da gibt es viel zu diskutieren und ich sage mal, für den einen oder anderen vielleicht auch noch viel zu lernen. Und deshalb ist eine Anhörung wirklich das richtige Mittel. Und ich denke, vielleicht können wir uns im Ausschuss dann auch in aller Ruhe noch einmal über das Thema unterhalten und uns darauf verständigen, dass wir genau diese Anhörung machen, ohne das sehr umfangreiche Vorwort dabei mitbeschließen zu müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Krüger. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abg. Lichert zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Wasserstoff, ein Wunderstoff? So klingt es ja fast. Und, Herr Kollege Rock, Sie haben zu Recht gesagt, es findet ein regelrechter Hype um Wasserstoff statt. Vielen Dank. Und wo ein Hype, da ist die FDP nicht weit. Aber wir greifen die Gelegenheit gerne auf, um einmal über das langweiligste Molekül im Universum zu reden. Ja, meine Damen und Herren, zwei Protonen, zwei Elektronen, mehr ist es nicht. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, elektrisiert Wasserstoff gerade hier in Deutschland und Europa die politisch-mediale Sphäre. Es ist auch schon erwähnt worden, die Asiaten, die machen das ein bisschen weniger spektakulär. Sie machen einfach. Von interessierter Seite wird die Wasserstoffwirtschaft allerdings auch jetzt bei uns euphorisch herbeigeredet. Vor allen Dingen von denen, die daraus politisches oder wirtschaftliches Kapital schlagen wollen. Wer hätte es gedacht? Das reicht den Wahrheitsvisionären unter uns natürlich nicht. Und folgerichtigerweise muss es bei den Kollegen der Freien Demokraten ja gleich die Wasserstoffgesellschaft sein. Apropos Visionär. Elon Musk, der Tesla-Gründer und zigfacher Millionär, leistet einen eigenen Beitrag zu diesem Hype. Er nennt nämlich die Brennstoffzelle, auf Englisch Fuel Cell, Fool Cell, auf Deutsch Idiotenzelle. Wahrscheinlich müssen wir das Thema Wasserstoff mal einem Realitätscheck unterziehen. Betrachten wir doch einmal die Heilsversprechen, die in Ihrem Antrag vorkommen. Ich zitiere, eine sichere, wirtschaftliche, hört, hört, technologieoffene und klimaneutrale Energieversorgung soll mit Wasserstoff möglich sein.
Weiteres Zitat: Sie versprechen schnelle Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Und mehrfach kommt in Ihrem Antrag vor, die Nutzung vorhandener Erdgasinfrastruktur, also Leitungsnetze und Speicher, sei möglich. Das gilt aber bestenfalls für eine geringe Zu- und Beimischung von wenigen Volumenprozent Wasserstoff. Noch im Sommer letzten Jahres schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, aus chemisch-technischer Sicht einiger Betreiber ist die Einspeisung in die Erdgasinfrastruktur noch nicht abschließend in allen Einzelaspekten geklärt, und es besteht weiterhin Bedarf an Entwicklungsaktivitäten und Regelungsanpassungen. Meine Damen und Herren, das klingt jetzt langweilig, aber das ist Expertensprech vom Allerfeinsten. Und die Kernaussage lautet: Alarm! Wir wissen noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Das Umweltbundesamt schreibt, Zitat, da sowohl eine erhöhte Beimischung als auch Neuaufbau und Umwidmung von Netzen in substanziellem Umfang enorme Transformationsbedarfe mit sich bringen, ziehen sie sich potenziell über Jahrzehnte hin. Und das Umweltbundesamt ist, glaube ich, keine Filiale der AfD. Kurz gesagt, man kann keinesfalls die Erdgasnetze einfach für Wasserstoff nutzen. Wir erinnern uns, 2 Protonen, 2 Elektronen, ganz schön klein und dazu noch reaktionsfreudig. Allein der Netzaufbau bzw. die Netzertüchtigung für den Transport reinen Wasserstoffs werden daher Dutzende Milliarden Euro kosten. Seitens der Netzbetreiber wurde einmal die Summe von 40 Milliarden in den Ring geworfen. Aber auch die Frage ist zu Recht schon aufgeworfen worden, woher soll der Wasserstoff überhaupt kommen? Ich kann jetzt leider nicht die spektakuläre Farbenlehre, die sich mittlerweile um Wasserstoff entsponnen hat, bis hin zu violettem und türkisem Wasserstoff hier wiedergeben, denn am Ende geht es um den grünen Wasserstoff. Auch das ist richtigerweise schon gedacht. Und ich glaube, hier liegt der Hase im Pfeffer. Im Grunde geht es beim Wasserstoff-Hype um eine Gehhilfe für die taumelnde Energiewende. Die Energiewende krankt unter anderem an fehlenden großtechnischen Speicherlösungen für den Strom. Und das Stromnetz ist definitiv kein Speicher. Bitte sagen Sie das einmal Annalena Baerbock. Aber wahrscheinlich Fakten stören bei der Teletabisierung der Politik offenbar nur. Mit Hilfe von Wasserstoff soll also das Speicherproblem des Flatterstroms gelöst oder wenigstens gemildert werden. Ob und wie sinnvoll das ist, hängt allerdings maßgeblich von den Wirkungsgraden der Prozessschritte ab, von den Kosten ganz zu schweigen. 2019 gab es eine Studie des Öko-Instituts, mühelos aufzufinden. Ich bin sicher, da sind Sie auch bei Ihren Recherchen drauf gestoßen. Und da geht es darum, wie viel Energie ist denn überhaupt notwendig? Wie effektiv sind diese verschiedenen Umwandlungsstufen? Und wenn wir Wasserstoff per Elektrolyse erzeugen wollen, dann sind mit heutigen Prozessen 61% Wirkungsgrad drin, mehr nicht. Kleine Fußnote, was da mal hin und wieder liest, mit 80% und so weiter, das sind Hochtemperatur-Elektrolyseure. Wenn man den Energiebedarf für dieses hohe Energieniveau mit einbezieht, sind wir wieder bei diesen paar 60%. Nach der Methanisierung, ja, also bei gasförmigem Methan als Output, reden wir noch von 52% Effektivität und bei den E-Fuels von 45%. Und das bei konstanten Betriebsbedingungen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass man jetzt quasi an jedes Windrad so einen Elektrolyseur dran flanscht und der mal viel, mal wenig, mal gar nicht produziert, dann reden wir von ganz anderen Wirkungsgraden. Um das Bild auf die gesamte Prozesskette zu vervollständigen, muss man natürlich den Wirkungsgrad auch bei der Rückumwandlung in Nutzenergie berücksichtigen, also praktisch vom Windrad zum Autorad. Und Verkehr wird ja immer wieder genannt. Nehmen wir also ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich. E-Mobile können 80-90% an Wirkungsgrad verbuchen. Wasserstoffflüssig und Brennstoffzelle. Da sind es nur noch 32% Gesamtwirkungsgrad. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum Elon Musk von einer Fool Cell, einer Idiotenzelle, spricht. Bei der Kombination von E-Fuels und Verbrennungsmotor sieht es noch schlimmer aus. Da reden wir von 18%. Aber E-Fuels hätten wenigstens den gigantischen Vorteil, dass an der gesamten Infrastruktur und Prozesskette praktisch nichts verändert werden müsste.
Aber weniger als 20% Wirkungsgrad bedeuten auch, dass Sie das Fünffache des Treibstoffeinsatzes als Strommenge zunächst zur Verfügung stellen müssen. Bei der Wasserstoff-Brennstoffzelle ist es nur noch das Dreifache. Meine Damen und Herren, in vielen Bereichen ist Wasserstoffeinsatz als energetisches Vehikel vor allem eins: gigantische Energieverschwendung. Wollen Sie wirklich den Bürgern, der Natur und den Landschaften eine Vervielfachung der Windräder zumuten? Bei wie viel 100.000 Windrädern haben Sie dann genug? Und damit kommen wir zum Sargnagel für die Wasserstoffwirtschaft: die Kosten. Gemäß einer Studie der Deutschen Energieagentur, der DENA, belaufen sich die Kosten für E-Fuels auf 4,50 Euro pro Liter Dieseläquivalent. Setzt man etwa 60% Steueranteil beim Diesel an und bei aktuellen Tankstellenpreisen von plus minus 1 Euro, bedeutet das, dass E-Fuels 11-mal so teuer sind wie Diesel. Ein sehr weiter Weg zu einer vertretbaren Wirtschaftlichkeit. Auch bei der Gebäudeenergieversorgung drohen gewaltige Mehrkosten. Eine weitere DENA-Studie, die zur integrierten Energiewende, und auch hier muss ich sagen, keine Filiale der AfD, gibt Power-to-X Methan mit Herstellungskosten von 20 Cent pro Kilowattstunde an. Auch das ist das mehr als das Zehnfache des Erdgaspreises ohne Berücksichtigung von Netzentgelten. Der Frankfurter Flughafen ist erwähnt worden, richtigerweise. Und da ist es doch vielleicht nicht uninteressant, was der oberste E-Fuel-Vordenker der Lufthansa zu dem Thema zu sagen hat, besonders welches Preisgefüge er erwartet bei Einsatz von synthetischem Kerosin, wohlgemerkt bei Erreichung industrieller Skalen in der Produktion. Sie ahnen es vielleicht, Faktor 10 wird dieses synthetische Kerosin teurer sein. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erkennen das Muster. Und nun die Frage, passt das zur Forderung wirtschaftlich, die Sie selbst aufgestellt haben? Ich fürchte, die Wasserstoffwirtschaft ist ein weiterer Anschlag auf unseren Wohlstand, ähnlich wie es die Energiewende ist. Wasserstoffnutzung, egal wo, wird zu massiv steigenden Kosten führen, die am Ende von Bürgern, Stromkunden, Steuerzahlern, ÖPNV-Nutzern und Autofahrern bezahlt werden müssen. Und jetzt fragen wir uns mal, welche Bevölkerungsgruppe besonders davon betroffen sein wird? Die sozial Starken oder eher die sozial Schwachen? Meine Damen und Herren, wo Wasserstoff eine Zukunft hat, und diese Szenarien gibt es, dort wird er sich auch durchsetzen. Wo nicht, da nicht. Und das ist auch gut so. Hören Sie dabei nicht auf uns als AfD-Fraktion. Hören Sie auf unsere Koalitionspartner, auf Mathematik, Physik und Chemie. Und vor allen Dingen hören Sie bitte, bitte auf den Wohlstand der Bürger auf dem Altar der Ideologien und des Zeitgeistes zu opfern. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Bei einer Anhörung machen wir auch mit. Dann lassen wir uns auch gerne erklären, was die drei Vollzeitmitarbeiter bei der Landesenergieagentur, die sich mit Brennstoffzellen und Wasserstoffprojekten schon heute befassen, was die eigentlich so den ganzen Tag treiben. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Lichert. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Müller, Landil 1, von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Lichert, so kann man reden. Haben in diesem Land schon viele geredet. Kaiser Wilhelm II. Hat gesagt, die Pferde werden auch in 100 Jahren noch die Kutschen ziehen. Ich finde diese Ansicht von Zukunftsbetrachtung ausgesprochen praktisch, aber es ist nicht unsere und es ist vor allen Dingen nicht die Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Rock, liebe FDP, ich finde den Antrag gut. Ich finde ihn aus verschiedenen Gründen gut. Ich finde ihn gut, weil wir ein Thema besprechen, womit wir uns beschäftigen, schon länger, aber auch in Zukunft beschäftigen müssen. Deshalb ist der Diskussionsansatz ein guter. Ich finde ihn gut, weil schon lange gedacht wird, möglicherweise nicht getan wird.
habe ich mal extra aufgeschrieben, 1874. Das ist eines der Bücher, die ich als kleiner Junge gut verschlungen habe, nämlich Die Reise vom Mond. Jules Verne war tatsächlich der Erste, der über Wasserstoff und Motoren sich Gedanken gemacht hat. Also es gab auch schon interessante Entwicklungen in früherer Zeit. Und vor, ich glaube jetzt, was haben wir heute, den 12., also vor 8 Tagen, ist Professor Wolfgang Reitzle mit dem Otto Award ausgezeichnet worden, der ehemalige Chef der Linde AG. Und er hat sich in seiner Dankesrede mit nichts anderem beschäftigt als mit Wasserstoff und der Entwicklung. Und was ich allerdings am faszinierendsten finde, ist, dass Sie mit diesem Antrag deutlich machen, dass all das, was Sie in den vorvergangenen Sitzungen zum Thema erneuerbare Energien gesagt haben, dann seit heute nicht mehr wirklich wahr ist. Und ich finde das gut, dass Sie dazulernen, weil ohne erneuerbare Energien, ohne grüne Energien, macht Wasserstoffwirtschaft keinen Sinn. Und wie wir das tun und wie wir das erreichen, das ist ja ein guter Diskurs, den man miteinander führen kann. Aber eins muss klar sein. Wenn wir Wasserstoffwirtschaftsanteile vermehren wollen, dann funktioniert das effektiv nur, wenn wir grüne Energie verwenden, weil dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ansonsten, Kollege Lichert, wer will das bestreiten, dass Wasserstoff in der Herstellung bei dem entsprechenden Effizienzgedanken einen Sinn hätte, wenn wir ihn fossil erzeugen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig, dass das nicht funktionieren kann und auch nicht funktionieren wird. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir denn erneuerbare Energieanteile, gerade wenn wir in Wasserstoff gehen wollen, vermehren und vergrößern können. Ob wir das alles hier vor Ort, ob wir das auf See, ob wir das in anderen Ländern machen. Aber wir kriegen es und bekommen es nur hin, wenn wir mit grüner Energie grünen Wasserstoff erzeugen. Dann haben wir einen Effizienzgedanken und, was uns ja, glaube ich, alle schon wichtig ist, wir haben uns um das Hauptproblem unserer Zeit gekümmert, nämlich CO2. CO2 ist ein Produkt unserer industrialisierten Entwicklung. Das ist nicht anders denkbar, davor natürlich auch, aber es ist ein wesentlicher Begleiter unserer industriellen Entwicklung und daraus entwickeln sich Probleme. Man kann daran glauben oder nicht glauben. Manche glauben nicht daran. Die haben halt nicht das Problem, dass sie auf einer Insel in der Südsee wohnen, die jetzt schon regelmäßig überflutet wird. Aber wir wissen, wir müssen viele Dinge verändern. Und das ist, sind wir uns alle, glaube ich, über viele Grenzen hinweg einig. Wir sind uns nicht einig über Schritte, die wir dahin gehen sollen, aber das können wir ja miteinander diskutieren und auch versuchen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaftlichkeit, die muss uns bei all diesen Dingen schon beschäftigen. Natürlich, sie beschäftigt uns auch. Aber die Wirtschaftlichkeit ist nicht alles an diesem Punkt. Tatsächlich nicht alles, sondern es geht tatsächlich auch um das übergeordnete Ziel. Und deshalb haben Sie ja auch das Pariser Klimaabkommen erwähnt. Ich will an dieser Stelle auch auf die hessischen Klimaziele verweisen, die ja noch intensiver abgestellt sind. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir eben eine Form der Umstellung haben. Und es ist eben nicht immer eine Frage von Preiswert, sondern es ist eine Frage auch manchmal von Nutzen. Und deshalb ist die Betrachtung von Wasserstoffwirtschaft eine wichtige und eine gute, weil auch da lassen sich andere Dinge vorstellen. Auch da sind Dinge in anderen Ländern vorstellbar. Beispielsweise kann man Wohlstandsverteilung auch in andere Teile dieser Welt bringen, was durchaus auch sinnvoll ist, um Wasserstoff möglicherweise auch hereinzuholen. Denn Sie haben richtigerweise gesagt, und Kollege Krüger hat es ja auch gesagt, wir sind schon immer Importeur von Energie in diesem Land gewesen und werden es auch bleiben. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, geforscht haben wir zum Thema Wasserstoff, glaube ich, in Deutschland schon immer. Auch sehr intensiv und auch sehr erfolgreich. Beim Umsetzen, Professor Reitzle hat es in seiner Dankesrede genannt, er hat den Otto-Motor sich genommen, die vier Fakten ansaugen, verdichten, zünden und ausschieben. Und er hat es deutlich gemacht, beim Ansaugen, also bei der Entwicklung, bei den Gedanken sind wir eigentlich ziemlich weit. Beim Verdichten, beim Konzentrieren auf das Wesentliche, da hakt es etwas. Das geht los bei unseren Diskussionen schon allein. Wollen wir Windräder, wollen wir keine? Wollen wir Solar, wollen wir keine?
Und spätestens endet es an der Frage, wie kommt die Energie von A nach B, wenn wir uns über Leitungstransporte unterhalten. Das heißt also, wir brauchen schon viel Umdenken, auch miteinander. Das heißt, man muss im Zweifel auch aufeinander zugehen und überlegen, wie bekommen wir diesen grünen Energieanteil, den grünen Wasserstoff, am besten und am sinnvollsten produziert. Nur mit Verneinung von Veränderung funktioniert es an dieser Stelle nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, vorhin ist dieser freundliche Mensch Elon Musk zitiert worden mit Fool Cell. Es ist ja nicht so, wie Sie es übersetzt haben. Es heißt übersetzt Narrenzelle. Und das ist ganz interessant deshalb, weil man ihn immer als Narr bezeichnet hat, als er eine technische Idee hatte. Und ich finde es spannend, wenn der Narr bezeichnet wurde, eine neue und andere Technik als Narrentechnik bezeichnet, dann kann es ja nicht so ganz so schlecht sein, wenn er davor möglicherweise Angst hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig darüber, dass wir uns verändern müssen in dieser Welt. Wir sind uns einig darüber, dass wer stehen bleibt und nur zurückschaut über den nächsten Stein, der im Wege liegt, stolpert. Also müssen wir nach vorne schauen. Wir müssen Veränderungen bejahen. Wir müssen Ja sagen, auch zu einer Wasserstofftechnologie. Aber ich betone, zu einer grünen Wasserstofftechnologie. Nur dann haben wir eine Effizienzdividende, nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allen Dingen auch ökologisch. Und das ist an dieser Stelle für uns ein wichtiger Punkt. Aber darüber können wir ja wunderbar streiten. Ich freue mich darauf. Ich bin der Auffassung, Wasserstoff ist ein Teil dessen, was Deutschland in Zukunft in der Technik ausmachen wird. Wir waren immer Ideengeber, was neue Technologien betraf und betrifft. Und ich bin zuversichtlich, dass die Industrie das, wenn wir es ergebnisoffen in die Welt stellen, auch schaffen wird. In diesem Sinne lassen Sie uns fröhlich streiten. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich darf als Nächstes die gerade noch amtierende Präsidentin, die jetzt als Abgeordnete der Grünen sprechen wird, Karin Müller, das Wort übergeben. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage mich ja schon die ganze Zeit, welche Visionen und Ideen haben die Freien Demokraten für dieses Land? Außer natürlich die ewige Opposition zu sein und die Regierung zu kritisieren, aber ohne wirklich eigene Ideen. Jetzt, als ich Ihren Antrag gesehen habe, ist es mir aufgegangen. Die Freien Demokraten haben den Wasserstoff entdeckt, das Gleichgewicht unter den Molekülen. Keine Frage, das Thema Wasserstoff ist ein wichtiges und spannendes Thema. Wasserstoff ist ohne Zweifel ein wichtiger Baustein der Energiewende. Ob man gleich so ein religiöses Verhältnis wie die Freien Demokraten, das in ihrem Antrag beschrieben haben, entwickeln muss, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Denn Wasserstoff hat sicher in vielen Bereichen wie im Flug- und Schwerverkehr eine große Zukunftschance. Aber für eine inflationäre Anwendung ist er zu teuer und die Umwandlungsverluste zu groß. Aber ich habe es ja auch schon in der Vergangenheit öfters zum Ausdruck gebracht. Ich freue mich, dass die Freien Demokraten immer wieder grüne Themen aufgreifen und anscheinend jetzt geläutert sind und ihre Haltung zum Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere der Windkraft überdacht haben und jetzt die Energiewende mit uns zusammen massiv unterstützen wollen. Denn ohne erneuerbare Energien, auch das ist schon mehrfach gesagt worden, kein grüner Wasserstoff. Und nur der ist sinnvoll. Darüber sind wir uns hoffentlich alle einig. Bis jetzt wird der Wasserstoff überwiegend importiert. Das steht ja auch in Ihrem Antrag. Ich dachte, Sie wollen jetzt innovativ neue Ideen, dann können Sie auch mal zuhören. Wasserstoff als Abfallprodukt, wie in Höchst, ist nicht die Regel und reicht auch nicht aus. Dann gibt es noch die überschüssige Windkraft von den Offshore-Anlagen, die insbesondere in Heide für die Wasserkraft genutzt wird. Also es kann nur einen einzigen Grund geben, dass Sie, die hessischen Freidemokraten, sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Sie wollen jetzt Bündnispartner beim Ausbau von Solarenergie und Windkraft werden. Das freut uns natürlich sehr, denn die Erneuerbaren und insbesondere die Windkraft kann jede Unterstützung gebrauchen. Wenn Sie heute Morgen vielleicht zufälligerweise die hessische
Hessische Allgemeine gelesen haben, konnten Sie vernehmen, dass in der Vorzeigeregion der erneuerbaren Energien, nämlich Nordhessen, der Ausbau der Windenergie stoppt. Und das liegt nicht am grünen Verkehrsminister, wie Sie jetzt vielleicht gerne reinrufen würden, sondern weil vieles beklagt wird. Also, wenn die Freien Demokraten jetzt auf allen Ebenen den Ausbau unterstützen, kann das nur positiv sein. Also nochmal, willkommen im Club der Freunde der erneuerbaren Energien. So haben auch Sie endlich ein Thema gefunden, bei dem Sie mal für etwas sind und nicht dagegen wie sonst. Aber das Dagegensein wird sich ja ab heute ändern. Ab sofort sind Sie nicht mehr gegen Windräder, nicht mehr gegen die Energiewende, nicht mehr gegen das 2-%-Ziel, was Sie selber ja mal beschlossen haben. Sonst können Sie nicht für Wasserkraft sein und Ihre Anwendungsfälle in der chemischen Industrie, Sie haben es beschrieben, und in der Stahlindustrie, in der Luftfahrt und in der Schwerindustrie vorantreiben wollen. Sie können ja nicht im Ernst nur diesen importierten Wasserstoff wollen. Das traue ich noch nicht mal Ihnen zu, Herr Rock. Denn ich unterstelle mal, auch Sie sind dafür, dass die Wertschöpfung möglichst in Deutschland generiert wird und im besten Fall in Hessen, was dann auch zu kurzen Wegen führt. Und wenn ich mich jetzt noch einmal dem Thema Wasserstoff widme, ist es natürlich nicht so, dass noch nichts passiert ist. Auch das haben Sie ja immerhin angemerkt. Das wissen Sie auch ganz genau. Die Hessische Brennstoffzelleninitiative gab es schon, bevor die Grünen in der Regierung waren. Da ist Hessen Vorreiter. Beim Thema Kraftstoff aus Wasserstoff beim Flugverkehr, haben Sie bereits auch erwähnt, hat Hessen extra ein Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Lärmschutz im Verkehr gegründet und will dort eine Pilotanlage installieren. Dafür werden 15 Millionen € in die Hand genommen. Im jetzigen Haushaltsentwurf stehen auch 14,1, glaube ich, so ungefähr drin für dieses Projekt. Also der Ausbau der synthetischen Kraftstoffe im Bereich Flugverkehr geht hier in Hessen voran, damit die Lufthansa auch hier ihr Benzin kriegt und nicht nur in Heide das abnehmen kann. Um da ganz vorne zu sein, müssen wir auch möglichst viel Fördergeld aus der nationalen Wasserstoffstrategie nach Hessen holen. Da arbeitet die Landesregierung natürlich dran, und da ist Ihre Unterstützung natürlich auch sehr willkommen. In Ihrem Antrag werden weitere viele Beispiele zu aktuellen Forschungs- und Modellprojekten in Hessen genannt. Sie haben dabei vielleicht überlesen, dass die meisten, die Sie genannt haben, von der Landesregierung unterstützt werden. Also Untätigkeit können Sie in diesem Fall der Landesregierung nicht vorwerfen. Und ich hatte es am Anfang schon erwähnt, es ist auch nicht angebracht, den Wasserstoff als Allheilmittel für alles zu preisen. Zum einen gibt es bei der Herstellung Umwandlungsverluste, und da sollte man, da wo es möglich ist, direkt die elektrische Variante einsetzen. Aber Ihre Formulierung in diesem Antrag und eine Herstellung des Kausalzusammenhangs Frankfurt ist Pendlerhauptstadt und mit Wasserstoff lösen wir alle Probleme, entbehrt jedenfalls für mich jeglicher sachlichen Grundlage. Denn es kann sein, dass man in Frankfurt Wasserstoffbusse einsetzt, das wurde ja jetzt auch gefördert, aber es gibt schon Straßenbahnen und S-Bahnen, die fahren jetzt elektrisch. Und da, wo es möglich und sinnvoll ist, nämlich im Taunusnetz, auch das haben Sie erwähnt, werden die Wasserstoffzüge eingesetzt, weil dort der Wasserstoff ein Abfallprodukt von Höchst ist. Also, ich halte noch einmal fest, wir freuen uns, dass die Freien Demokraten jetzt für die Energiewende sind, die Windkraft unterstützen. Aber im Detail sollten Sie noch einmal darüber nachdenken, ob Wasserstoff für alles so eine kluge Strategie ist. Früher habe ich einmal gedacht, die FDP sei eine Partei mit Wirtschaftskompetenz. Aber da habe ich mich etwas getäuscht. Sonst würden Sie zumindest im Fall von erneuerbaren Energien das Minimalprinzip anwenden. Möglichst wenig Einsatz mit viel Ertrag und nicht möglichst viel Einsatz mit begrenztem Erfolg. Es kann nicht sein, dass wir jetzt flächendeckend Verbrennungsmotoren und Heizungen auf E-Foods umstellen. Damit haben wir nichts gewonnen, denn dann fehlt der Wasserstoff für die Bereiche, wo er wirklich einsetzbar ist, nämlich in der Industrie, bei dem Flugzeug, im Flugverkehr und bei der Schifffahrt. Dafür brauchen wir den Wasserstoff. Genau in solchen Bereichen gibt es absehbar keine sinnvolle klimaneutrale Alternative. Deshalb muss der Einsatz von Wasserstoff genau dort priorisiert werden, und nicht als Champagner im Pkw verbrannt werden. Das ist auch übrigens die große Schwäche der nationalen Wasserstoffstrategie. Die Annahme, wie viel Wasserstoff wir in Deutschland im Jahr 2030 benötigen, ist selbst für die übrigen Felder nicht ausreichend.
Aber vor allem ist noch nicht einmal diese angestrebte Wasserstoffmenge bis 2030 über erneuerbare Energie gedeckt. Da brauchen wir noch viel Engagement von den Freien Demokraten, dass der Ausbau noch schneller vorangeht. Und dann freuen wir uns natürlich auch, dass Sie die Landesregierung bei der Wasserstoffstrategie Hessen unterstützen, an der bereits gearbeitet wird. Es wird darum gehen, die besonderen Stärken und Herausforderungen in Hessen weiter herauszuarbeiten. Wie gesagt, im Luftverkehr ist ein besonders wichtiger Punkt, aber auch die Binnenschifffahrt und besonders energieintensive Industriebereiche sind ein Einsatzbereich. Aber es wird auch vor allem darum gehen, dass die Fördermittel aus Bund und EU auch in Hessen ankommen. Dafür ist es aber notwendig, dass es nicht bei der Strategie bleibt, sondern dass der Bund auch eine entsprechende Rahmenbedingung oder Rahmengesetzgebung auf den Weg bringt, damit die Mittel dann auch abgerufen werden können. Aber das ist ja schon mal konkret eingehen. Ja, machen wir. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich freue mich. Also, heute ist ein guter Tag. Die Freien Demokraten unterstützen den Ausbau von Solarenergie und Windkraft in Hessen, damit Hessen in diesem Bereich ganz vorne ist und dann auch grüner Wasserstoff in Luftfahrt und Industrie eingesetzt werden kann. Gute Aussichten also, denn grüne Visionen haben Hochkonjunktur. Heute zu lesen in der Zeitung. Grüne Milliardäre setzen auf Sonnenenergie und Wasserstoff in ganz großem Stil. Das war zwar in Australien, aber mit Ihrer Unterstützung klappt das dann auch in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller.